Frage ist jetzt gesagt, wer war der Schäfer und wer war Kalderun in diesem Spiel? Kalderun. Ihr werdet jetzt sechs Fragen bekommen und das ist Grundwissen allgemein. Nein, nicht so mit Mauerfall oder sowas. Von daher. Ich glaube, da bin ich raus. Ich mag Geschichte mit Kalderun. Was ist H2O? Wasser. Wasser. Richtig. Stimmt, scheiße, was ist das? Das war geraten. Ich dachte, du warst sonst nicht. Nee, das ist richtig. Dann zweite Frage: In welchem Land wohnen die meisten Menschen? Achso, nur Gott. Das Kontinent. Deutschland. Amerika. China. Ja, klar, China. Ja? Nein. Russland. Russland oder China? China. Digga, das mit dem Ding. Dritte Frage: Auf welchem Kontinent liegt die Wüste Sahara? Was sagst du? Ja, wahrscheinlich. Was sagst Südafrika. Du? Südafrika. Afrika, lassen wir gelten. Südafrika lassen wir auch. Aber ich war schneller. 2-1. Wer ist der Drachenkopf-Mühle? 3-1 jetzt. Wieso 3-1? Aber ich habe einen komplett Afrika. War das schon die dritte Frage? Ja, das steht 2-1. Ich habe den ersten Punkt geholt. Ja. Ja, tut mir leid, ja, okay, ist ja gut. Alles klar. Ja. Also. Viertens. Welcher ist der längste Fluss der Welt? Der Rhein. Ja, Digga, wird jetzt auch die Weser, also er ist eigentlich stark. Vom Herzen her die Weser. Wo die Weser ein auch der Weser. Ja, der Amazonas. Amazon. Ich verlaufe den Krokodil was aus. Ich bin echt einfach dumm. Fünftens. Die Freiheitsstatue in New York war ein Geschenk von. Was weißt du? Ich hab sie nicht gebaut, keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist doch kein Allgemeinwissen. Du kannst ja auch, keine Ahnung, was im Handschlag machen. Okay, dann rate ich einfach. Die Mongolei. Geil. Nein, natürlich Frankreich, ja. Warum ist das so schlimm? Digga, weil ich mir alle voll verliebt mit der Lust. Dann, wann fiel die Berliner Mauer? 1989. Aber an welchem Datum? Ach du Scheiße, ja, irgendwann im März. 14. März. Ist März richtig? Keine Ahnung. Irgendwann im März. 17.03.1989. Falsch. 9.11. 9.11. Digga, du hast mein bester Freund Geburtstag. Nein, nein. Ja, damit verbindest du das. Oh, schneid das Kartchen Pause. So, und das war's. Dadurch, dass du ja gewonnen hast, darf mir entscheiden, was er machen darf als Schaf. Mein Schwanz. Okay, nochmal. Wir haben jetzt vier Chancen. Das ist einmal, ich weiß nicht, so schlimm, um TikTok-Tanzen zu drehen. Liegestütze? Nein, ein Kopfstand? Auch Quatsch. Oder TikTok? Auch Quatsch. TikTok kann es für XG. Alles klar, dann machen wir das. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich mich zum Affen mache, dann drückt auf den Link in der Videobeschreibung. Oder schaut unseren Stream. Kuss auf die Nuss. Schon wieder.